Helferautos. Feueralarm. Aus der Garage fährt ein Feuerwehrauto raus. Es muss das brennende Haus löschen. Das Wasser wird mit Hilfe der Wasserspritze in das Feuer gespritzt. Das Feuer ist gelöscht. Das Feuerwehrauto fährt zurück zur Garage. Aus der gelben Garage fährt ein Kran raus. An seinem Ausleger befindet sich eine große Kugel. Mit Hilfe der Kugel wird der Kran das Haus abreißen. Fertig! Das ist ein Bulldozer. Vorne hat er ein gelbes Schild. Mit Hilfe des Schildes kann der Bulldozer die Bauklötze zur Seite räumen, damit hier ein neues Haus gebaut werden kann. Seht ihr, wie er die verkohlten Blöcke zur Seite schiebt? Der Kipplaster bringt neue Blöcke zur Baustelle. Und der Kran wird dabei helfen, sie aufzustellen. Abladen. Jetzt kann das neue Haus gebaut werden. Wie schnell! Das neue Haus ist fertig. Die Helferautos haben gute Arbeit geleistet. Vielen Dank, Helferautos. Die Autos, die Autos, die flinken, bunten Autos, sie bringen uns schnell durch. Werfer sind so hell, sie helfen uns viel mit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos, sie fahren und sie brummen, keine Zeit zu verschlummern, sie helfen uns viel mit. Helferautos.
Schaut mal, auf dieser Strecke gibt es einen Looping. Der Zementmischer, der Bulldozer und der Gabelstapler fahren zu ihren Garagen. Pickup, möchtest du auch in die Garage? Beeil dich! Jetzt könnt ihr in den Garagen parken. Schaut mal, für den Pickup gibt's keine freie Garage. Die Garage ist zu klein. Fahrzeuge, kommt wieder raus! Wir müssen eine neue Garage bauen. Eine größere. Lasst uns die neue Garage hier hinbauen. Die Straßenwalze ebnet auf der Baustelle den Asphalt. Der Zementmischer hat die Zementmischung gebracht. Er gießt das Fundament aus. Der Kran stellt die Stützpfeiler der Rampe auf, damit die Fahrzeuge auf die zweite Etage gelangen können. Und das ist die Rampe. Der große Kipplaster bringt Wände und Türen. Der Hubschrauber hilft auch mit. Er bringt die Vorderwand der neuen Garage. Fertig! Die neue Garage hat zwei Etagen und somit genug Platz für alle Fahrzeuge. Die Baustellenfahrzeuge parken auf der ersten Etage. Und wer parkt auf der zweiten Etage? Der Pickup und das Polizeiauto. Alle Fahrzeuge sind in ihre Garagen gefahren. Und es gibt noch drei freie Garagen. Was glaubt ihr, für welche Fahrzeuge die sind? Helferautos.